Nach dem erfolgreichen Spiel gegen Sion geht es jetzt weiter in der Liga gegen 1860 München, die wir eigentlich schlagen müssten. Aber wir wissen ja, gegen Tabellen nicht letzte, aber vorletzte können wir auch nichts. Genau. Wir können generell nichts gegen Mannschaften, die unten stehen. Deshalb hat Bruce gesagt, heute verlieren wir. Ja, heute verlieren wir. Das habe ich jetzt natürlich getan und habe gesagt, geht raus, das mit ordentlichem Fußball. Dann meine ich so natürlich nicht. Genau. Ihr wisst ja, was ich meine, wenn wir gegen eine solch schlechte Mannschaft spielen. So, los. 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 Ja, okay. Jetzt geht's los. Mann. Gemüse haben wir da schon mal. Mann. Okay. Da haben wir kurz technische Probleme. Einen Moment, bitte. Ja, technische Probleme gelöst. Es kann so weitergehen, auch in dieser langsamen Spielweise. Ja, da bin ich wieder. Da ist wieder Bruce. Hallo. Ja, Bruce hat sich gerade kurz verabschiedet. Er musste kurz sich selber abseilen. Ja, abseilen. Und jetzt können wir uns wieder zurückmelden. Technische Probleme gehören einfach zu Live-Entertainment dazu. Ne? Also ich sehe, ich habe total viel verpasst. Mhm. Und ja, das tut's. Ja, Live-Entertainment. So, Martin, jetzt ist es durch. Alleine vom Tor und trifft, ja. Wundert mich jetzt ein wenig, denn sonst versaut er das immer. Aber okay. Wundert mich, dass er überhaupt nicht zurückgepfiffen wurde. Ja, das ist sowieso. Ja, gut, der Linienrichter rennt auch rechts richtig erbärmlich hinterher. So. Fuck. Ich hab eine Abseits, keine Ahnung. Was jetzt Abseits oder nicht? Dann wahrscheinlich so mega offensichtliches Abseits, ne? Hat's nicht gesehen. Nee. Krebs verliert den Ball am Schwarzen. An einem Pappelmeier, Görtler. Aber der Simbadmann. Kann den Ball mit dem Kopf klären. Ja, komm, Team, weiter. Martinitz. Schöner Pass auf Samide. Flanke in die Mitte, aber diesmal ist nicht der Torwart da, sondern ein gegnerischer Kopf. Nein. Ja. Ja, gegnerischer Kopf. Samide. Kommt da nicht ganz durch? Nee, nee, das ist nicht gut. Nee, okay. Billig erobert sich den Ball. Krebs. Mr. Krebs, meine ich natürlich. Natürlich Mr. Krebs auf jeden Fall. Aber der Schuss war irgendwie F-Jugend-like. Mhm. Da haben wir den 16er Spieler, 16er, nicht 60er, sondern 16er Spieler kurz von den Beinen geholt. Der war knapp. Ecke 60. Am Pad, das ist very close gerade hier. Ich habe es gesehen. Ja, okay. Schon wieder knapp am Tor vorbei. Jetzt ist Fortuna... Bier wäre da gewesen. Nee, wäre er nicht. Was ist? Ich sag jetzt, war Fortuna uns Hold. Natürlich. Hey, das ist mein Spruch. Ja, aber den habe ich... Genau, mein Spruch. Nicht Pause. Mann. Mann. Du willst immer diese Verschnaufspausen, ne? Achso, ja, muss den Spieler auch mal gönnen, weißt du? Gemüssi. Ach, den Spieler, nicht dir? Nee. Görtler. Gemüssi. Gemüssi. Fran Fepers auf Görtler. Aber der Sympathmann und ich den Mann zurück. Fran, ja. So macht man das. Er kommt definitiv nicht aus der F-Jugend. 9. Tor im Wettbewerb, 2-0. Ja, okay. Ja. Great. Ja, er behält seine Form bei. Ja, hat er ja auch. Gibt es denn keine lustigen Namen hier in diesem Team? Nee, das ist Gemüse, finde ich lustig. Dann haben wir Reinermann, Vollmann. Gemüse? Der ist voll der Mann. Ach, der schwarze Spieler halt mit, ne? Eberlein, Moslehe. Aber der Keeper ist irgendwie auf der Stelle, Moment. Wie gesagt, okay, ich teste mal dein FM-Wissen. Okay, Pause. Und zwar, auf welchem Platz in der Tabelle standen wir vor diesem Spiel? 2. Das ist... Trommelwirbel. Richtig. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so ins Blaue. Nee, das war wirklich richtig. Habe ich nämlich gerade noch drauf geachtet, bevor wir den Part gestartet haben.
Meinst du, wir jumpen jetzt auf Platz 1 und holen Union Berlin ein, die 4 Punkte vor uns sind? Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber die, ich habe gerade mal drauf geachtet, während ihr fahren das 3:0 schießt. Ja! Dass die zur Halbzeit umentschieden. Die haben sich umentschieden. Okay. Die spielen immer unentschieden. unentschieden 1:1 stand es dort. Während wir wieder Glück haben und die Gegner die Latte treffen, weil das 3:1, das würde uns jetzt das Genick brechen. Da natürlich. Ist der Schwarze gerade, gut geklärt. Ne, Bier wird schon das Genick brechen, weil dann bekommt er wieder kein Bierchen nach dem Spielchen. Der hat schon lange keins mehr gekriegt. Und er kriegt's wirklich nicht. Oh nein, nickt schon wieder. Danny Reinammann mit der Vorlage von Gökhan Gemüse. Your Team, ja, das habt ihr euch verdient, ihr habt das nicht aufgepasst. Und Bier? Wieder kein Bier. Ja, wieder kein Bier. So, Fran. Martinez? Ja, nee, er hat jetzt versucht, wie Fran zu sein, aber er ist es halt nicht. Richtig. Er muss es akzeptieren. Er ist nicht mehr die Zwei. Er muss dann mit Labin oder Sekwiki. Genau. So, jetzt aber nochmal nach vorne, Moslee. Martinez wird gefoult. Der Ref mit den komischen Haaren zückt die gelbe Karte nicht. Wechsel mal ein bisschen. Genau, also eigentlich ist sie ja nicht mehr gefährdet, ne? Aber ich will nur noch damals an das 4:1, glaube ich, erinnern, wo wir geführt haben. Was noch zu einem 4:4 wurde. War es das? Ich erinnere mich nicht daran, dass du so wenig. Ich glaube ja. Ja, machen wir Mainka hier für den Kevin. Ja, oder auch nicht. Oder auch doch. Mach Mainka mal für den Muslim. Nee, für den Kevin. Okay. Ja. Aber Muslee ist kaputt. Nee, ist er nicht. 41. Das schafft er noch. Nee, ich mach's glaube ich wirklich. Muslehi. Kevin, du musst wieder rein. Ich kann natürlich auch mal Krotsch schon wieder bringen. Vielleicht freut er sich ja mal. Für Krebs, ja, für Krebs. Wenn wir Krotsch schon. Ja, da auch wieder mal spielen, ja. Krotsch und mach dich warm. Warm machen? Hä? Wie geht das? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Die Fans da vorne auf dem Parkplatz, die sind sauer, dass wieder Patrick Strobel nicht spielt. Die skandieren schon, we want Strobel, der hat bislang nicht ein Spiel in dieser Saison gemacht. Ärgerlich, ärgerlich. Hat er doch wohl, oder? Das ist wirklich doch, ärgerlich. Echt? Mann, ja. Oder war das Ende letzter Saison? Das weiß ich. Ich glaube, das war im Testspiel. Ja, siehste. Außerdem ist... Ach so, das sieht auch. Klar. Gott sei Dank abseits. Und außerdem soll er sich nicht beschweren. Ja. Ich meine, ist er noch bei Panky Dome und das reicht ja wohl. Und ich habe gehört, sein Facebook-Account hat schon 6 Millionen Likes. Bitte. Ah, schade. Ja, schöner Pass von Mainka erstmal ins Aus. Das hätte ich glaube ich auch so gemacht. War das vorher nicht ein Foul da am Strafraum? Nee, der Ref sieht das aber nicht so. Wir nehmen hier mit schönem Pass auf Mainka, der auf Martinez und er schiebt das Ding zum 4:1 ein. Ja, was will man mehr? Ich habe auch doch von Anfang an gesagt, dass wir gegen schlechte Mannschaften immer gut spielen. Ich weiß gar nicht, wie immer gut drauf kommt, dass wir schlecht gegen schlechte Mannschaften spielen. Das ist ja völliger Schwachsinn. 10 Minütchen, Mainka. Martinez, aber Aulbach ist auch mal da. Da wo gejault gerade. Oh mein Gott. Ja, immerhin. Ja, aber komm. Ja? Komm irgendwie mit zur Perversin, Hitzi. Nö, gar nicht. Letzten Part gab es auch nicht die Vagina im Tor. Was ich aber sagen wollte, Bruce' Taktik ist aufgegangen, denn dadurch, dass er gesagt hat, wir verlieren heute, hat die Mannschaft gezweifelt und so ist sie natürlich zum Sieg gelangt, genau. Weil nur per Zweifel kann man zum Sieg gelangen. Das haben wir von Kevin Samide gelernt. Während Puttkammer hier den Freistoß einnickt. 5:1. Einnickt! Ja, mit dem Kopf, guck mal. Ja, das hat mit dem Kopf, geschossen. Aus 20 Metern mit dem Kopf in den Winkel. Aus dem Stand, ohne Schwung. Samide wird gefault. Jetzt muss der Ref auch mal durchgreifen. Gelbe Karte für Herrn Tobias Schilk. Ja. Weiß es nochmal. Puttkammer in die Mitte, aber Aulbach
hat losgejault, alululu, und sich den Ball geschnappt, während der Ref das Spiel abpfeift. 5:1. Ich denke mal, damit kann man gerade noch leben. Ja, aber nur gerade noch. Die Union verliert gegen Trier. Mhm. Ja, und wir haben... Ja, ist doch schon mal geohnt. Dann sind wir wenigstens bis auf einen Punkt dran und so eine Drittligameisterschaft ist da auch nicht schlecht, genau. Oder? Das stimmt. Und Tottenham Hotspur ja, hat Aston Villa überholt. Ja, sehr spannend ja, hier an der Stelle, was sich in der Premier League tut. So, die Ergebnisse zeigen uns 22 Punkte, Bremer mit 20 hinter uns, Rostock mit 19. Jupp. Schaut momentan gut aus. Sit up, Brusso, your merman sick for buzzard, there's the buzzer, is that. Worte wie in Stein gemeißelt, während drei von uns sich in der Elf des Tages befinden, wobei ich Fran da etwas vermisse. Ja. Aber gut, Kevin Samid ist drin. Von daher, Meinke hat 10 Minuten gespielt und ist auch drin. Das ist sowas. Fran natürlich auf Platz 1 mit 10 Toren, Mertin ist mit 7 auf 3, Oltorf fehlt dann ein bisschen, ja. 4 Tore. Wurde durch seine Verletzung leider etwas zurückgeworfen. Leider. Ich meine, wir brauchen ihn nicht mehr. Bewertet. Genau, Sensation! Daniel Fran, guter Griff ist Pelowski und Krebs, der eine Sympathmann, nur mit Läufer, zweiter Sympathmann und Markus. Messerstecher Hoffmann. Ja, was soll das? Ich meine, das ist ein Superman. Der kann doch nicht in der Mitte rum. Ja komm, insgesamt können wir sagen, dass wir wirklich gut zugeschlagen haben. Da bin ich. Da bin ich. Hey. Und das. Einer. Ja, harmlose Zeitgenossen sind derzeit die Spieler des VfL Wolfsburg. Oh, du bist immer ein Putze. Du bist ein Putze. Ein Putze. Putze. Reicht. Oh, Pussy. Pussy. Nee, Putzi. Putkammer. Ja, Putkammer. Oh, Pussycomer. Es tut mir leid, dass euch das anhören müsst. Oh, es tut mir leid, Jor. Moslee fällt aus. 3 Tage. Matthias fällt aus. 2 Tage. Der Grieche erreicht eine neue Erfahrungsstufe. Trainingslager der A-Jugend. Die waren... Ach ja, den haben wir ja mal was gegönnt. Tatsache. Die 3 Wochen Party auf Male sind um. Schade. Wir werden danach einen Laktattest machen müssen. Oh, das wäre nicht gut gewesen, glaube ich. Jetzt mal eine normale Woche, nur gegen den KSC. Mertinitz ist wieder fit. Dann fangen wir doch mal mit dem Training diese Woche an. Abwehr, Mittelfeldsturm wie immer. Abwehrarbeit. Immer. Machen wir mal die Standards diesmal. Der Torhüter macht mal Fitness heftig. Individuelle Spieler. Ja, ich bin ein Stuffdirk. Da ist einiges zu. Da ist wirklich was zu tun. Oh, nicht pfeifen, aber für die Ohren. Mit in Schlumpfenland tretet alle an. Kommt mit. Jetzt mit dir. Schlumpfenland. Lasst uns glücklich sein. Bist du doof? Wie? Möchtest du mir etwa sagen, dass du die Schlümpfe nicht magst? Hm? Magst du die Schlümpfe etwa nicht? Doch, sie sind mein großes ja, Idol. Würde jetzt Roses Lord, da machst du wirklich gut. Ja, das ist eine wirklich besondere Phase, ja. Eingebildeter Idiot. Ich genieße jeden Tag. Moslea, du hast gut trainiert, was anderes darf ich dir eh nicht sagen. Und der Sympathmann mal ein. Sympathmann. Und dann müssen wir natürlich auch den anderen Sympathmann... Wo ist er denn? Da, ja. Oh, der Sympathmann. Oh, das Jeder. Darfst du nicht. Zu viel verlangt. Den Messerstecher aber. Und der Kevin. Ja, du hast auch gut trainiert. Der Kevin. Ja, weiter. Wie schaut's denn eigentlich mit dem Steiner Umfeld aus? 9 Tage noch. Bürogebäude. 15 die Trainingsfelds. Okay. Okay. Kann ich mitnehmen? Kann ich auch mitleben. Hast du ein Problem damit? Okay. Nein. Ja, wo sind wir? Ach nee, das sind wir gar nicht. Wieso kriegt man sowas in der Euroleague nicht zu sehen? Das ist auch wichtig. Tja, echt, ey. Richtig.
Topspiel, der zweite gegen den sechsten. Mannschaftsstärken technisch sind wir. Ach komm, keiner kann mit uns mithalten. Nein, keiner. Mithalten. Komm. Mit uns. Uns. Mit. 11. Spieltag. Union gegen Werder. Da wäre uns ja ein Unentschieden, glaube ich, ganz recht. Wäre nicht schlecht. Und der KSC ist ebenfalls wie wir in der letzten Saison aufgestiegen. Aufsteiger gegen Aufsteiger. Was ein spannendes Duell. Ja, die C-Junioren ficken Magdeburg mit 5:1. Interessant, interessant. Oh, ja, für Starter. Ist wieder fit. Mit dem Fickin. Scouting abgeschlossen. Oh, Pinneberg. Oh. War ja ein junger Spieler entdeckt. Der Emanuel Brauer. 29. Ja, Emanuel. Ja. Und die Mitgliederkampagne hat 210 neue Mitglieder. Ja, wir sind auf Platz 16. Siehst du? Ja, 16. So, als Mannschaft lassen wir wie immer so. Ach, vielleicht nehmen wir Patrick Strobel einfach mal für einen Kaminski mit. Vielleicht, damit er wenigstens mal auf der Bank sitzt. Ja, ich bin wieder auf der Bank. Hallo, Fans. Dann, Alter, wie lange fällst du mir noch aus? 8 Tage. 2 Wochen müssen es, glaube ich, noch sein, das oder? Das heißt, gegen... Ja, okay. Stuttgart geht's auch noch nicht. Erst gegen Erfurt, da war wieder ran. Na gut. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zusehen und sehen uns im nächsten Spiel gegen den KSC. Auf Wiedersehen.